ganz hinterher mal merken. Oh, ist ja voller geworden. Und dadurch wahrscheinlich auch lauter theoretisch, oder? Sehr schön, deutlich. Können wir jetzt gleich auch nochmal testen für den nächsten Wortbeitrag. Düsen und Tünen Teckal haben als Unternehmerin, Sozialunternehmerin und Menschenrechtsaktivistin mit ihrer Organisation Hava Help auf internationaler Ebene immer wieder für Frauen und Menschenrechte und gegen Ungerechtigkeit sich weltweit eingesetzt. Unter anderem in Bündnisflüchtlingslagern im Irak, die sie selbst ins Leben gerufen haben, und noch einiges mehr. Und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier sind und begrüße Sie herzlich auf der Bühne, Düsen und Tünen Teckal. Danke, dass die Sonne scheint und auf unserer Seite ist. Ja, vielen Dank, dass wir generell heute hier sein dürfen und uns gemeinsam für Klimagerechtigkeit stark machen dürfen. Mein Name ist Tünen Teckal, neben mir steht meine Schwester Düsen Teckal. Und wir beide hatten keine andere Wahl, als Menschenrechtlerin zu werden. Denn Klimawandel und Menschenrechte gehen nur Hand in Hand. Und wie das Ganze vonstatten geht und wie verbunden das miteinander ist, dazu wird uns meine Schwester Düsen Teckal näher was erzählen. Global denken, lokal handeln ist die Kernidentität unserer Menschenrechtsarbeit. Und sie hat begonnen, genau wie Tünen das gerade geschildert hat, weil wir keine andere Wahl hatten. Und für beides gilt, für den Einsatz von Menschenrechten und für den Einsatz von Klimagerechtigkeit, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht einreden lassen, dass wir zu schnell sind, dass wir zu forsch sind. Die Uhr tickt und deswegen ist dieser Volksentscheid so wichtig. Und für uns ist es selbstverständlich, dass der Einsatz für Klimagerechtigkeit ein Einsatz ist für Menschenrechte und nur zusammen gedacht werden kann. Die Bekämpfung von Fluchtursachen hat viele Gründe. Dass Menschen sich auf den Weg machen müssen, hat politische Gründe, kulturelle Gründe, religiöse Gründe. Aber jetzt kommt ein Grund dazu und das sind klimatische Gründe. Und davon mussten wir uns leidvoll persönlich überzeugen. Vor wenigen Wochen konnten wir noch nicht auf dieser Bühne stehen und auf die Siegessäule gucken mit so tollen Menschen, sondern wir waren im Irak. Wir waren im Irak und das, was wir dort gesehen haben, war nichts. Es war eine Wüstenlandschaft und Orte, die einst bekannt waren für Leben, Lebendigkeit, wo nichts mehr ist, wo ist. Wegen der Tatsache, dass Menschen unserer Region bekannt sind, auch für Vieh, Ackerzucht, Selbstversorgung. Unsere Eltern kommen aus einem Bauern- und Nomadenvolk. Und die Tatsache, dass wir verfolgt worden sind, hat uns keine andere Wahl gegeben. Eric Dautier sagt, dass in diesem Jahrhundert 160 Millionen Menschen auf der Flucht sein werden, wegen Klimawandel. Und die kommen alle gar nicht nach Europa. Das schaffen die noch nicht mal. Die werden zu Binnenflüchtlingen. Ist der Tag der Tage, wie Tünen sagt? Eure Stimme zählt. Lasst euch nicht einreden, dass ihr keinen Unterschied machen könnt. Es ist unsere gemeinsame Selbstwirksamkeit. Und deswegen setzt ein gemeinsames Zeichen. Wir haben keine Zeit. Dankeschön. Danke.